Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Im letzten Part wurden wir von Gladio und Ignis getrennt. Wir sind alleine mit Noctis unterwegs. Zum Glück können wir mittlerweile den Ring der Lucis verwenden, welcher uns Zugang auf die Magien Sanctus und Tod verschafft und noch auf eine weitere Verbannungsmagie, aber er kostet halt. Ahnst du, was als nächstes kommt? Unmengen MP. Ah, den hör auf mit diesen Psychospielen. Was soll als nächstes kommen? Das ist jetzt die Frage. Ein Chromstück. Unprogrammierte MI laufen festgelegte Runden ab. Wenn sie dich entdecken, ist ein Kampf unausweichlich. Also sei vorsichtig. Also kein Problem. Verstecke dich in Ritzen und hinter Vorsprüngen, Kämpfe zu vermeiden und MP zu regenerieren. Irgendwas ist an diesen Dingern hier anders. Im Kampf kannst du keine Türen öffnen und Mechanismen bedienen. Entferne dich, um die Kampfhandlung einzustellen oder besiege sämtliche Gegner. Lass mich Bleib in Ruhe. Nur noch weglaufen. Schnell, lauf. Geh kaputt! Ist die Magie der Lucis etwa so jämmerlich? Wow! Das braucht viele MP. Das braucht sehr viele MP. Ich überlege gerade, ob es nicht irgendwie intelligenter ist, wirklich bei denen in Deckung zu gehen. So, der Weg spaltet sich. Das ist halt gerade. Okay, Ziel ist in der Richtung. Und was gibt's denn hier? Irgendwie. Ein geiles Item. Mithrillschaft. Weiß ich nicht, vielleicht ist es ja was Geiles. Oh, was haben wir hier noch? Da liegt noch was. Ein altes Buch. Okay. Altes Buch. Schön. Ah, mich regt es auf, dass ich hier nicht laufen kann. So. Hier ist nix. Ich muss halt echt aufpassen wegen den Viechern, weil... Ja, kostet schon ordentlich MP. Wow! Boah! Mit denen stimmt echt was nicht. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Hals, Maul! Okay, ah, schön. Schön. Ich kann, hier ist wieder ein Übernachtungspunkt. Okay. Ui, haben die mich jetzt erschrocken. Okay. Manuell zwischenspeichern. Man weiß ja nie. Also gehe ich hier in die richtige Richtung. Dann will ich zuerst hier lang. Okay. Na, es kommen auch keine Viecher mehr. Rennt hier etwa jemand nackt durch die Gegend? Mit der ID-Karte Zugang zu den oberen Etagen erhalten, okay. Also was? Ich höre was. Ich höre was.
Aber ich weiß nicht, was es ist. Hi. Mach's kaputt. Mach's kaputt. Geh weg. Mach's kaputt. Aua. Mach's kaputt. Geh weg. Okay. Zum Glück heilt der Ring der Luzis mich ja dann. Alter. Die Viecher sind gemein. Ah. Und hier brauche ich jetzt die Karte oder was? Alles klar. Oder hier vorne? Ich weiß es nicht. Halt's Maul, Adin. Es geht wirklich großartig voran, oder? Adin, kannst du mal mit dieser Psycho-Scheiße aufhören? Ich mag sowas nicht. Ich bin sehr anfällig für sowas. Ich will da nicht stehen bleiben, weil da kommen Gegner. Nein, doch nicht. Okay. Ich hätte es dir zugetraut, Spiel. Okay. Ich kann nur hier lang. Ja, geh auf. Was ist das da vorne? Was liegt da? Hä? Sind das Magitech? Okay. Steh dir jetzt auf. Alter, ich bin irgendwie... Ich glaube, ich bin Resident Evil geschädigt. Ich glaube immer, dass die Viecher dann aufstehen. Er ist bloß nicht verlaufen. Alles cool, Noct. Es ist alles cool. Auch wenn ich wirklich verstehen kann, dass du gerade irgendwie leicht Paranoia schiebst. Hey, Prompto! Bleib stehen! Prompto! Wow! Alter! Ich glaube, ich habe nicht schnell genug gedrückt. Da war Prompto! Aber Prompto? Aber wieso Prompto? Ich dachte, Adin hat ihn eingesperrt. Also ich könnte langsam aber sicher echt wetten, dass das gar nicht Prompto war, sondern dass Noct echt verrückt wird. Und schon Sachen sieht, die gar nicht da sind. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass ich einfach Resident Evil geschädigt bin. Und stirb! Bums! Ah ja, du machst schon... Die machen schon Schaden, die Viecher, aber... Dürfen sie machen, weil... Wow! Da ist noch einer. Wow, 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 wow. Okay, mit mehreren, das ist... Mehrere ist dann doch ein Problem. Ah! Oh je, 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 je. Wo kann ich hier in Deckung gehen? Schön! Geh kaputt! Geh einfach kaputt! Da ist ja noch einer! Ich habe keine MP mehr! Fuck! Uah. Lass mich in Ruhe! Alter, wo muss ich lang? Ah, scheiße, ich bin am Ziel vorbeigerannt! Ja, ich springe drüber! Haha! Ich muss mich verstecken! So! Okay, alles cool. Alles cool. So, ich will hier mal kurz ein bisschen versteckt bleiben, damit die MP sich... Uah! So, jetzt kümmere ich mich mal um den.
Der andere hat mich noch nicht bemerkt. Alter, willst du mal sterben? Danke. Schnell wieder ins Versteck. Der andere ist... warum? Warum bin ich jetzt automatisch... Warum bin ich jetzt aus dem Versteck raus? Weiß ich nicht, aber... Sollte reichen. So. Ich kann meinen Ring nicht mehr benutzen. Ach so, deswegen. Das Spiel buggt wieder. Okay. Das hatten wir schon mal. Okay, jetzt geht's wieder. Ach, dann lassen wir den einen doch nehmen. Aber die Musik kotzt mich gerade echt an. So, du. Geh down. So. Geht doch. Schon ist alles wieder okay. Mir passt es echt nicht, dass das Spiel manchmal so rumbuggt. Merkwürdig. Okay, hier ist wieder nix dann. Ah, dann brauche ich hier nicht zwischenspeichern. Ich habe am Ende des letzten Parts, glaube ich, irgendwo... Autorisierungsfehler. Um Türen und Schalter zu aktivieren, brauchst du eine ID-Karte mit den entsprechenden Sicherheitsstufen. Die Sicherheitsstufe lässt sich an den Kartengeräten in jeder Etage aktualisieren. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 1. Aha. Und jetzt muss ich sie... Okay. Kein Problem. Auf einmal zeigt meine Navigation eh woanders hin. Ist okay. Muss ich doch hier lang. Ist hier ein Kartenlesegerät dann. Ah. Dieses Gerät. Sicherheitsstufen? Müsste gehen. Zugangsberechtigung der ID-Karte wurde auf Stufe 2 aktualisiert. Zugangsberechtigung auf Stufe 2 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 2. Okay. Schön. Sind wir also jetzt berechtigt, die Tür zu öffnen? Wunderbarix, würde ich jetzt mal meinen. Alter, da klatschen mir die mir hier 3 oder 4 MI auf einmal her. Boah. War das oben Prompto und... Das ist Prompto. Aber... Ich sag jetzt, das ist nicht Prompto. Greif mich halt an, ich habe kein Problem damit. Wenn es nur einer ist, darf ich so Kamikaze-Style machen. So. Solange es wirklich nur einer ist, darf ich... Ich frage mich, ob Prompto noch lebt. Halt einfach dein Maul. Wow. Okay. Gleich auf Prompto retten erhöht. Schön. Ich wollte eigentlich in Versteck gehen, aber das will er nicht. Autorisierungsfehler. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 2. Ja, und ich sehe gerade, ich brauche hier Stufe 3. Okay. Ich sehe schon. Prompto! Da geht nichts auf! Verdammt. Muss ich vielleicht so rum? Was haben wir hier? Ein Zählmacher. Da komme ich mit Stufe 2 durch, okay? Und das... Sieht nach Karte. Sieht bei der Karte so aus, als ob ich hier irgendwo durch könnte. Spiel, hör auf, mich dauernd so zu erschrecken. Okay. Gehen wir da mal durch. So. Das klingt wirklich nach Prompto. Ist es jetzt wirklich Prompto?
jetzt eine gute Frage. Ja, schön. So, gleich wieder hier besser weiter. Oh Gott! So, gleich weiter. Okay, weitermachen. Okay, ich habe keine MP mehr. Ah, scheiße! Jawohl. Ich könnte ein paar MP gebrauchen. Ah, ich darf Items benutzen. Äther, jetzt geht's los. Du Mistviech. Jetzt ist vorbei. So. Okay. Ich komme nicht drüber. Ah, ich kann hier passieren. Sehr schön. Also der Ring der Luzis, der kostet schon ordentlich MP. Pronto. Ich hab's so gewusst. Das ist nur eine Täuschung. Nochmal von vorne. Ich hab's so gewusst. So, Zugangsberechtigung auf Stufe 3 erhöht. Berechtigung zum Öffnen von Zugängen der Stufe 3. Dachtest du, dein lieber Freund wäre tot? Nun, wenn du weiter so trödelst, dann ist er das vielleicht bald. War das nicht eine gute Falle? Alter, das ist echt mies, was hier gerade abläuft. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Alter, ich höre doch Gegner. Wo sind die? Hinter der Tür? Noct, was meinst du? Vielleicht war das am Ende doch dein Freund. Die Kühlschaft. Alter, mich kotzt es gerade echt an, dass ich die ganze Zeit Gegner höre. Hi! So. Okay. Okay, okay, okay. Alles cool. Ey, geh da rum. Okay, da ist nix. Da liegt noch was. Alter, wie der halt gerade einfach mit unserer Psyche spielt, dieser Wichser. Weißt? Dieser elende Wichser. Wie der halt einfach gerade mit der Psyche von Noct spielt. Ja. Ich konnte nichts machen. Ich konnte vorher nicht zaubern. Ich habe die ganze Zeit Kreis gedrückt, aber dann ist er gelaufen. Weiß Gott warum. So. Okay. So. Gehe ich jetzt gerade? Ja, ich denke mal, ich gehe den richtigen Weg. Ich weiß schon, auf was es rausläuft, denke ich mal. Alter, das ist gerade echt mies, was die hier machen. Also ich meine damit jetzt nicht unbedingt Ardyn, sondern auch die Spielentwickler. Mein armer Noct, bitte nicht weinen vor Angst. Halt einfach dein Maul. Ardyn, du bist echt ein blödes Arschloch.
bist echt ein richtig, richtig blödes Arschloch. Ein richtig widerlicher Kerl. Das Problem ist, er ist ein Arschloch, ein richtig widerlicher... Uah! Boah! Oh, und ich sag's ja noch, dass die aufstehen. Boah! Boah, hat's mich jetzt gerade gerissen. Okay, ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Part hier an Ort und Stelle weiter. Oh, hat's mich jetzt gerade gerissen. Wir machen beim nächsten Mal hier an Ort und Stelle weiter und machen uns weiterhin auf die Suche nach Prompto. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Final Fantasy 15 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.